Wir möchten gern mit Ihnen eine kleine Spazierfahrt machen, damit Sie in Ruhe und Frieden den Verkehr vom Fahrersitz aus erleben können. Hier neben mir haben wir einen geübten Fahrer, nicht wahr? Nun ja, man hat auf jeden Fall das erste Dutzend Jahre Fahrpraxis hinter sich. Und es ist bisher doch ganz gut gegangen. Unterwegs werden wir Ihnen erklären, wie man als Autofahrer lernen kann, seine Fantasie auf eine ganz neue Weise anzuwenden und das zu entwickeln, was wir den siebenten Sinn genannt haben. Was ist das für einer? Das werden wir gleich sehen. Sehen Sie mal diesen Quatschkopf. Man sollte einem solchen Kamel den Hals umdrehen. Tja, Quatschkopf und Kamel. Das ist gerade das, worum es sich handelt. Wir sind alle schwer damit beschäftigt, zuerst die Fehler der anderen im Verkehr zu sehen. Gerade diese Eigenschaft ist es, die wir auf eine neue Weise anwenden sollten. Wir sollten uns nicht aufregen oder schimpfen, sondern Unfälle vermeiden. Von Tag zu Tag steigt die Anzahl der Verkehrsunfälle. Davon können die Versicherungsgesellschaften ein Lied singen. Jeden Tag bekommen sie 1500 Schadensanmeldungen. Das ist teuer für die Allgemeinheit und das ist teuer für den Einzelnen. Ein Schaden ist ein Schaden, selbst wenn man versichert ist. Es ist wohl die Versicherung, die bezahlt, aber es kostet Zeit, Mühe und Geld für alle Beteiligten. Jeden Tag zahlen die Versicherungsgesellschaften 1 Million Kronen für Verkehrsschäden aus. Und bedenken Sie einmal die viele Zeit, die wir damit verbringen, uns zu ärgern und über den Verkehr zu schimpfen. Diese Zeit könnten wir zu etwas viel Besserem verwenden, nämlich dazu, gefährliche Situationen zu verhindern. Wir müssen lernen, den siebenten Sinn zu gebrauchen. Das ist die Fähigkeit, die Fehler der anderen vorauszusehen, ehe sie gemacht werden. Mithilfe dieser Fähigkeit kann man seine Vorkehrungen rechtzeitig treffen und dadurch erreichen, dass die Dummheiten und Fehler, die andere begehen, nicht zu Unfällen führen. Sehen Sie mal den Radfahrer dort. Er ist ein gutes Beispiel. Gleich wird er einen der Fehler begehen, die so gefährlich sind, wenn man sie nicht vorausgesehen hat. In wenigen Augenblicken wird er sich mitten auf der Fahrbahn befinden, weil er an einem parkenden Auto vorbei muss. Sie werden gleich sehen. Ja, was habe ich gesagt? Nein, so kann man doch wirklich nicht fahren. Tja, er begeht den Fehler. Aber es ist schließlich an uns, ihn vorauszusehen. Wir wollen es noch einmal versuchen und sehen, wie leicht es geht. So. Wir richten die Geschwindigkeit so ein, dass wir uns erst neben dem Radfahrer befinden, wenn er mit der Schaukelei fertig ist. Ja, natürlich. Nun wollen wir ein anderes Beispiel wählen, das ebenso einfach ist. Ein Ball rollt auf die Fahrbahn direkt vor ein Auto. Was geschieht jetzt? Tja, das hätte man auf jeden Fall voraussehen können. Es gehört keine große Fantasie dazu, sich auszurechnen, dass ein Kind dem Ball nachläuft. Ist das richtig? Ja, das ist sicher richtig. Das kennen wir auch alle. Er sucht einen Parkplatz. Fährt rechts rein, bis an den Bordstein, stellt den Motor ab. Und was glauben Sie, dass er jetzt tut? Genau. Er öffnet die Tür zur Fahrbahn, ohne sich erst umzublicken. Und wir treten im letzten Augenblick auf die Bremse, weil wir nicht so klug waren, es vorauszusehen. Es ist verblüffend, was man verhindern kann, wenn man seinen siebenten Sinn gebraucht. Betrachten wir mal den, der da läuft. Er hat's eilig. Er muss um jeden Preis weiter. Auf der Insel stehen eine Menge Leute, die ihm im Wege sind. Und was macht er also? Und was machten wir? Wir saßen und schliefen. Wieder eine Situation, die man hätte voraussehen und vermeiden können. Ich weiß jetzt, was Sie meinen. Es macht eigentlich viel Spaß. Und hier haben wir den Lastwagenfahrer, der seine Kiste abliefern muss. Ich sage nichts. Was glauben Sie, geschieht jetzt? Sagen Sie mir, war das notwendig? Das hätten wir doch voraussehen können. Ja, das hätten wir eigentlich. Und jetzt machen wir eine kleine Fahrt aufs Land. Auf der rechten Fahrbahn ein unsicherer Radfahrer. Eine Abzweigung schräg gegenüber links. Da bekommen Sie da nicht das Gefühl, dass er...
Sehen Sie? Quer über die Fahrbahn, ohne sich umzublicken oder den Fahrtrichtungswechsel anzuzeigen. Ja, ganz richtig. Ich hatte es tatsächlich auch selbst im Gefühl. Dann ist da die Dame, die sich auf die Fahrbahn begibt. Verkehr von beiden Seiten, sie gibt nicht acht. Und was tut sie jetzt? Ach, ich habe es geahnt. Ja, ganz richtig. Und jetzt die Taxe, die auf Kundschaft lauert. Da ein Kunde auf dem Bürgersteig. Na, den Rest kennen wir. Jupp, ran an den Bordstein und mächtig auf die Bremse getreten. Das war aber sein Fehler. Er kann doch nicht auf diese Weise bremsen, wenn ich unmittelbar hinter ihm bin. Wohl war es sein Fehler, aber davon ist hier nicht die Rede. Wir sprechen davon, dass wir rechtzeitig hätten voraussehen müssen, dass er diesen Fehler begehen würde. Und damit hätten wir eine gefährliche Situation vermieden. Das ist es, was wir den siebenten Sinn nennen. Diese Situation hier ist eine der gefährlichsten. Beachten Sie die Füße zwischen den Rädern. Das war genau in der letzten Sekunde. Wir wollen einmal die Beispiele wiederholen, die uns vorläufig auf unserem Weg begegnet sind. Da ist der Radfahrer. Er macht einen flotten Bogen um einen parkenden Wagen, ohne sich vorher umzusehen. Da ist der Ball auf der Fahrbahn. Und der Junge, der ihm nachläuft. Da war der Autofahrer, der auf der rechten Straßenseite parkt und peng, die Tür nach der Fahrbahn hin öffnet. Da war der, der es so eilig hatte und dem die anderen im Wege sind, der uns direkt vor den Wagen springt. Dann war da unser Freund, der Radfahrer. Er biegt links ab, ohne Zeichen zu geben. Und die Dame, die mitten auf der Fahrbahn einem Wagen ausweicht und dadurch vor einen anderen läuft. Da ist das Taxi, das plötzlich scharf vor uns bremst. Und das Mädchen, das unvermittelt hinter einem Lastwagen auf die Fahrbahn läuft. Das alles sind gefährliche Situationen, in die ein Autofahrer tagtäglich kommen kann. Und die er praktisch vermeiden kann, wohlgemerkt, wenn er sie voraussieht. Da ist was dran. Ich habe schon damit angefangen, mein Augenmerk darauf zu richten. Sehen Sie diesen hier. Er liegt auf der Lauer nach einer Lücke, wo er parken kann. Na, was habe ich gesagt? Und Sie haben richtig reagiert. Sie haben die Geschwindigkeit verlangsamt, damit wir in aller Ruhe an ihm vorbeikommen. Sie hätten vielleicht das Gas etwas früher wegnehmen sollen. Ja, das hätte ich wohl tun sollen. Der da auf dem Moped sticht mir ins Auge. Ja, er macht einen großen, eleganten Bogen. Den möchte ich nicht gerne als Kühlerfigur haben. Und keiner der Beteiligten hätte etwas davon, dass es die Schuld des Mopedfahrers gewesen wäre. Diesmal sind wir der dritte Wagen hinter dem kleinen dort. Der in dem großen Wagen vorn gibt Gas, sobald die Straße frei ist. Was habe ich gesagt? Es war gut, dass man nicht zum Überholen ansetzte, ehe er weg ist. Den Telefonmast dort hätten wir mitgenommen. Tja, jetzt wird Ihnen klar, worum es sich hier handelt. Wissen Sie, was ich glaube? Ich glaube, dass dies hier nach und nach ein Sport für Sie wird. Das ist gut möglich. So, und jetzt sind wir so weit, dass wir nicht mehr sagen... Quatschkopf! Sondern... Ja, das habe ich mir gedacht. Ich habe es vorausgesehen. Tja, das ist genau das, was wir den siebenten Sinn genannt haben. Und das ist der, dessen Anwendung alle Verkehrsteilnehmer lernen sollten. Ich versichere Ihnen, dass Sie sich eine Menge Ärger ersparen und Unfälle vermeiden können, die es nicht zu geben brauchte.